Willkommen zu unserer heutigen Wanderung, wo Olga und ich euch mitnehmen auf ein unvergessliches Erlebnis entlang des malerischen Flüsschens auf Sitz in der zauberhaften fränkischen Schweiz. Unsere Reise beginnt an der Quelle in Königsfeld und führt uns durch eine faszinierende Landschaft, die von Anfang bis Ende begeistert. Hier, an dieser Quelle, entspringt die Aufsess und wir machen uns bereit, diesem klaren Gewässer zu folgen. Ein malerisches Dorf, umgeben von grünen Hügeln und einer friedlichen Atmosphäre. Während wir weiter wandern, passieren wir einige idyllische Dörfer, jedes mit ihrem eigenen ländlichen Charme und traditionellen Fachwerkhäusern. Durch Volkmannsdorf. Rosendorf. Und Sachsendorf. Die Ruhe ist für Städter atemberaubend. Nun ja, es gibt ländliche Ausnahmen. Unsere Route führt uns zum Taschnerfels Neuhaus. Ein beliebter Kletterort. Hier legen wir eine Rast ein, um die Aussicht zu genießen und die Geschichte dieses Ortes zu würdigen. Auf dem Weg nach Aufsess fasziniert uns das Schloss Oberaufsess. Eine Sehenswürdigkeit mit viel historischem Charme. Während wir uns der Gemeinde Aufsess nähern, sehen wir über den Hügeln Schloss Greifenstein. Es ist der Stammsitz der Familie Schenk von Stauffenberg. Eine imposante historische Stätte, die Einblick gewährt in die Geschichte weit über diese Region hinaus. In der Ortschaft Aufsess überrascht uns die historische Pracht und der malerische Blick auf Schloss Unteraufsess.
In Dreisenborg kommen wir an der traditionsreichen Nixelmühle vorbei. Flora und Fauna der Aufsess hat Naturfreunden über und unter Wasser einiges zu bieten. Unsere Wanderung wird von den melodischen Geräuschen der Natur begleitet, während Vögel zwitschern und das sanfte Rauschen des Wassers die Szenerie untermalt. Jetzt eröffnet sich uns ein großartiger Blick auf Wüstenstein. Bekannt ist der Ort für seine kurvenreiche Ortsdurchfahrt und die prägnante Kirche St. Martin. Der Besuch der Fischzucht auf Sess gibt uns einen Einblick in die nachhaltige Aufzucht von Saiblingen. Schon von Weitem kann man das leise Plätschern des klaren Wassers hören, das durch die Becken der Zuchtanlage geleitet wird. Die Anlage ist idyllisch inmitten grüner Hügel gelegen, was die natürliche Umgebung für die Saiblinge nachahmt. Jetzt können Sie es davor machen.
Die idyllische Lage der Kuchenmühle lädt dazu ein, unsere Wanderung zu einem rundum gelungenen Erlebnis zu machen. Ob im gemütlichen Innenbereich oder im originellen Biergarten, wir genießen dieses einzigartige Ambiente. Der letzte Kilometer. Die letzte Brücke. Wir sind in Dus, an der Mündung der Aufsessen die Wiesent. In Dus gab es einen Wasserfall, der von einer Barriere aus Kalktuff verursacht wurde. Allerdings haben Bauern aus Engelhardsberg den Tuff als Baumaterial für die Gewölbedecken ihrer Kuhställe abgebaut. Mit einem Lächeln im Gesicht und dem Gefühl, etwas Besonderes erlebt zu haben, verabschieden wir uns von dieser einzigartigen Wanderung durch die Fränkische Schweiz. Möge dieses Video euch inspirieren, in der Fränkischen Schweiz die Schönheit der Natur zu erkunden und die reichen Geschichten dieser Region zu entdecken.